Hallo zum vierten Teil meiner Entity Framework Webcast-Serie. Zunächst einmal habe ich ganz viel Rückmeldungen bekommen aus der Community, die meine Videos gesehen haben und die sich dringend die weiteren Teile wünschen. Bin ich zeitlich in letzter Zeit schlecht dazu gekommen. Ich versuche das jetzt möglichst schnell aufzuholen, damit ihr an eurem Stand weitermachen könnt. Schreibt mir auch gern weiterhin, wenn ihr spezielle Fragen habt. Ich versuche die dann zu beantworten. Auf meiner Homepage uliarmbruster.de findet ihr unter Kontaktprofile auch diverse Kanäle, unter denen ihr mich ansprechen könnt, sollten da noch weitere Fragen bestehen. Ich habe jetzt auch extra mein Repository auf GitHub aktualisiert und stellt euch da jetzt diese vierte Version dann zur Verfügung. Ja, starten wir direkt durch. Der letzte Stand war, wir haben uns Queries angeschaut, wie man ein Query Repository aufbauen kann, damit eben nicht überall im ganzen Code Link-Abfragen verteilt sind. Sprich, gegen diese Code-Duplizierung wollten wir da vorgehen. Und jetzt in diesem Webcast, der ein bisschen kleiner gehalten ist, gehen wir auf die Konfiguration ein, also einen eigenen Kontext schreiben und den konfigurieren. Das ist nur die Vorstufe zu dem eigentlichen, wohin wir kommen wollen, und zwar, dass wir mehrere Datenbanken transparent quasi auflösen können. Das heißt, wenn ich jetzt bei meinem OR-Mapper eine Entity anfrage, zum Beispiel, dass ich eine Entity hinzufüge oder eben eine Abfrage generiere, dann soll automatisch mein OR-Mapper entscheiden, auf welche Datenbank muss ich denn los. Sprich, das hilft den Leuten, die jetzt auf mehrere Datenbanken zugreifen. In unserem Fall, bei uns in der Firma, ist es so, dass wir eine ERP-Datenbank haben und eine Datenbank fürs Web, primär fürs Kundenportal. Und da muss man halt ständig hin und her wechseln. Und ja, dafür haben wir das gebaut. So, gehen wir auf den eigenen Kontext ein. Das ist der letzte Stand von Version 3. Ich habe einzig und allein die Referenzen gecleant. Das sind jetzt wirklich noch die Referenzen, die man braucht. Ich habe auch, wie man hier sieht, im letzten habe ich noch darauf hingewiesen, ich hatte hier nur eine Referenz auf den OR-Mapper. Aus dem Grund, damit es auch ins Binaries-Verzeichnis läuft. Jetzt habe ich ein spezielles Binaries-Verzeichnis angelegt, wo jedes Projekt sich selbst die Ergebnisse rein kompiliert, sodass ich die hier auch entfernen konnte. Und wie man sieht, sind jetzt alle unsere Projekte recht frei von Referenzen, außer natürlich der OR-Mapper, der weiterhin zum Entity-Framework logischerweise die Referenz braucht. Und dazu habe ich dann noch die NuGet-Packages aktualisiert, das heißt Entity-Framework auf die finale 5 gebracht und Castle Windsor auf 3.1. Ja, wie gehen wir das Ganze an? Also ein Kontext wurde uns ganz am Anfang schon automatisch erzeugt. Hier ist der Code dazu. Das ist eben der, der automatisch angelegt wird. Und wir wollen uns jetzt einen eigenen anlegen, weil wir das später dann eben auch brauchen, dass man abhängig davon, auf welches Entity zugegriffen wird, einen entsprechenden Kontext auflösen kann. Und natürlich ist es auch so, dass man nicht immer die App-Config verwenden will, sondern seine Konfiguration irgendwo anders herbezieht. Gut, wie machen wir das? Ich lösche mal direkt den Kontext hier raus, den brauchen wir nämlich gar nicht mehr. Und ich lege eine eigene Klasse an, die den Kontext dann enthält. Die nennen wir per Konvention. Das ist wichtig, dass man hier eine Konvention einhält, damit wir das später eben das alles automatisch auflösen können. Wie unser Model, nur statt Model DB-Kontext, dann leiten wir von DB-Kontext ab. Hier gibt es kein Interface, was ich sehr schade finde, zwecks Testen. Da kommen wir aber in einem späteren Webcast dann dazu. Und das Ganze machen wir jetzt wie folgt. Wir geben das hoch. Also man kann sich hier mal anschauen. Wenn man hier Base aufruft, IntelliSense wäre schön. Haben wir gerade nicht. Warum haben wir das gerade nicht? Ach, sorry, natürlich. Wir müssen natürlich erstmal den Konstruktor. Und jetzt rufen wir hier Base auf.
Und dann schauen wir mal, was sie alles zur Auswahl gibt. Also ihr habt hier mehrere Möglichkeiten. Ich entscheide mich jetzt einfach, das Ganze per String zu machen. Connection String. Und jetzt machen wir das wie folgt. Vielleicht gerade an der Stelle doch noch kurz warten. Hier brauchen wir ein iConfigure Database. Seid ihr natürlich frei, wie ihr das Ganze nennt. Ich nenne es jetzt einfach mal wie folgt. Jetzt machen wir das Interface. Und jetzt können wir hier nämlich auch database config entity connection string. Und das machen wir jetzt per Reflection. Ich möchte jetzt im Entity Connection, also für die Methode, damit die mir den zusammenbauen kann, möchte ich ihr jetzt einfach den Namen vom Kontext geben. So. Klammer fehlt. Und jetzt generieren wir uns das hier. Ja, jetzt verschieben wir das Interface, weil wir das ja alles immer schön getrennt halten wollen, die Kontrakte. Eieiei. Schon spät. So, jetzt haben wir's. Und zwar verschieben wir das Interface in unserer Contracts Assembly. Zack. Hier kann man jetzt noch diverse Konfigurationen durchführen. Machen wir mal auf True, wobei das per Default auf True ist, soweit ich das weiß. So, jetzt haben wir also dieses Interface. Jetzt implementiere ich auch gleich das Interface. Nennen wir das Database Configuration. Das Ganze können wir internal machen. Dadurch, dass wir mit IOC arbeiten, kann man nahezu alles auf internal setzen. Lediglich natürlich die Contracts müssen öffentlich sein. Configure Database. So, was brauchen wir? Wir brauchen uns nichts reinreichen lassen. Aber was man jetzt natürlich gar nicht vergessen darf, ist auch die Registrierung im IOC-Container. Und zwar Configure Database, Database Configuration. Kann man vielleicht schöner benamsen, soll jetzt einfach mal der Einfachheit halber so bleiben. Jetzt machen wir hier mal ein paar Validierungen rein, habe ich gerade mal vorbereitet. Beziehungsweise ich kopiere mal alles, dass wir das Ganze beschleunigen können. Ja, also, wir bekommen ja den Typ vom Kontext rein. In unserem Fall wäre das AdventureWorks DB Kontext. Dann mache ich hier eben ein paar Validierungen. Dann hole ich mir den Namen vom Typ. Entspricht also wirklich ganz genau dem String hier. Und dann wende ich eine Konvention an, die da sagt, ersetze mir doch bitte das DB Kontext durch Model. Und baue mir dann hier den Entity Connection String zusammen. Den könnt ihr euch ganz, ganz einfach ableiten, weil der steht bisher in der App-Config fest drin. Ja, hier. Der steht also komplett hier 1 zu 1. Hätte ich jetzt auch im Prinzip so wieder direkt zusammenbasteln können, Entschuldigung, direkt zurückgeben können. Oder aus irgendeiner Textdatei lesen oder.
Wichtig war für mich jetzt an dieser Stelle bereits schon, dass wir hier mit Konventionen arbeiten, damit wir später eben bei Bedarf auch einen anderen Connection String auflösen können. Also beispielsweise, wenn wir jetzt nicht mehr die Datenbank Adventure Works verwenden, sondern Northwind, dann möchte ich, dass das Ganze weiterhin funktioniert und das passiert einfach auf Basis der Konvention, dass ich im Namen das DB-Kontext durch Model ersetze. Also wie man hier sieht, hier ist unser Model. Hier rechts, ich mache vielleicht gerade mal noch die Auflösung größer. Hier rechts ist unser Model und oben drüber ist der Kontext und die Benamung ist genau gleich, eben bis auf den Unterschied mit DB-Kontext und Model. Das wird sich auch durch das ganze Szenario durchziehen, dass man immer mit solchen Konventionen arbeitet. Ja, hier habe ich euch mal kurz als Kommentar rein, was man jetzt an dieser Stelle auch machen könnte. So haben wir es bei uns gemacht. Wir haben lokal eine Datei liegen, die heißt genau wie der Kontext.xml, also AdventureWorksDB-Kontext.xml. Und darin steht mit einem XML-Serializer serialisiert ein Objekt, was bei uns jetzt eben dann ComWorkDB als Beispiel wäre, oder Entschuldigung, AdventureWorksDB. Und dann deserialisieren wir das Ganze in das Objekt und dann kann ich eben auf die einzelnen Properties zugreifen, wie beispielsweise Database und Username, Passwort, Integrated Security etc. Der Einfachheit halber habe ich das jetzt einfach mal hier so als fertigen String gemacht. Aber wie gesagt, ich würde hier an der Stelle hergehen, würde meine XML-Datei deserialisieren, habe dann mein Objekt und könnte dann hier hingehen. Und bei dem Entity Builder, müssen wir eins nach oben schieben kurz. Und können hier dann so Geschichten machen wie eben das Objekt, das ich deserialisiert habe, also unser DB Punkt, das wäre jetzt Database Name und so weiter und so fort. Ich hoffe, man kann es sich vorstellen und am Schluss kann man auf dem Entity Builder den Connection String sich erzeugen lassen. Das ist einfacher wie hier diese Geschichte, da kommt man doch oftmals schnell durcheinander und so kann man einfach auf dem, bietet uns das Entity Framework schon so einen fertigen Connection String Builder. Ja. Also, wie gesagt, hier ist so meine Konvention, ob ihr da auf Datei zugreift und daraus den String auslest oder per XML ist deserialisiert und dann über einen Connection String Builder geht oder, da bleibt euch vieles überlassen. Wichtig ist aber dann, dass ihr diese Konvention auch durchzieht, weil das für eben für den weiteren Verlauf essentiell sein wird. So, ganz laufen wir das Ganze noch nicht, weil die Connection Factory jetzt natürlich das so nicht mehr instanzieren kann. Wir haben schon im Container unser iConfigure Database angemeldet. Database config und hier machen wir dann Database config und das Ganze heißt hier DB Kontext. Ja, man sieht hier also die Connection Factory, die werden wir uns im nächsten Teil anschauen müssen, damit wir hier eben nicht mehr fest Adventure Works DB Kontext machen, sondern wirklich abhängig davon, was gebraucht wird. Und da hilft uns der IOC-Container recht gut. So, machen wir mal Unit-Tests für Arme und bilden das Ganze. Und lassen es rennen. Startprojekt setzen. So, schaue ich mal kurz, woran das liegt. Ja, das liegt natürlich daran, dass ich in diesem Beispiel das noch nicht umgestellt habe, dass die ORM-DLL eben mit in das Ausgabeverzeichnis beim Kompilieren geschmissen wird. Deswegen gehen wir her und müssen das schnell in den Properties konfigurieren, dass wir hier eben alles ins gleiche Ausgabeverzeichnis schmeißen. Also hier sieht man jetzt eben schön diese lose Kopplung mit IOC. Man merkt beim Kompilieren nicht, dass einem was fehlt, weil die alle unabhängig voneinander sind. Nur wenn dann beim Starten eben versucht wird, auf Komponenten zuzugreifen, die nicht da sind, dann schmeißt natürlich einen Fehler.
Dafür kann man übrigens auch einen schönen Negationstest schreiben, dass man das auf dem Bildserver schon merkt, wenn da irgendwas fehlen sollte. Habe ich auch irgendwo in meinem Blog mal den Integrationstest veröffentlicht. Das heißt, ich würde jetzt hierher gehen und alles in ein Binaries-Verzeichnis kompilieren. Das mache ich jetzt gerade mal. Ich stelle mal kurz auf Pause, mache das kurz und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Also wie gesagt, jetzt wird alles in dieses Binaries-Verzeichnis kompiliert. Und dann läuft das Ganze eigentlich auch schon. Ja, soweit in diesem Webcast. Ich bin momentan leider nicht oft in der Lage, das weiterzuführen. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich den zweiten Teil, der wirklich sehr stark damit zusammenhängt, möglichst bald nachschiebe. Ansonsten Feedback gerne geben, auch schon mal Input, was ihr sonst noch hören wollt. Also geplant ist bis jetzt, dass ich noch zeige, wie man eben mehrere Datenbanken gleichzeitig anspricht, ohne dass man explizit sagen muss, welche Datenbank man ansprechen will. Ich werde zeigen, wie man jetzt das Ganze für Unit-Tests verwenden kann. Also da war ja Entity Framework bisher sehr schwach, was das angeht. Mit dieser Konstellation kann man jetzt eben sehr einfach Unit-Tests laufen lassen, ohne dass man Zugriff auf die Datenbank hat. Und wir wollen uns noch anschauen, wie man das Ganze verwaltet in einer großen Anwendung. Sprich, wie mache ich das mit den Kontexten? Und wenn ihr da eben noch andere Themen hättet, die ich mit aufnehmen soll, ruhig mal durchschicken und gerne auch das Video liken, dass es ein YouTube ein paar positive Bewertungen bekommt.